und darf ganz herzlich nochmals begrüßen den Dominik Hagmüller und die Anna Gruber. Diesmal mit einem Videothema, also so Erstellen von Blockbustern in der Volksschule. Ja, so wie das, beziehungsweise mit dem spannenden Titel And the Oscars Go To. Ich darf euch gleich übergeben. Schönen Nachmittag. Wir freuen uns, dass wir auch zum Thema Video noch einen Workshop anbieten dürfen. Der Dominik und ich unterrichten beide an der Europaschule in Linz, an der Praxisvolksschule. Das Besondere bei uns an der Schule ist, dass wir nicht nur die Volksschule dort unter einem Dach haben, sondern auch die Mittelschule. Und der Dominik und ich sind eben zuständig für Medien, die Betreuung der Medien und auch dafür verantwortlich, dass wir unseren Kolleginnen und Kollegen immer neuartige Tools vorstellen und sie einfach bei der Umsetzung von digitalen Medien im Unterricht unterstützen. Und diese Form des Videos war eine Form, um viele unserer Kolleginnen und Kollegen zu begeistern, das Video im Unterricht einzusetzen und selber mit den Schülerinnen und Schülern Videos zu produzieren. Und wir möchten heute einfach schrittweise zeigen, wie das funktioniert und welche Ideen wir schon umgesetzt haben. Ich glaube, ihr habt es gerade, nämlich ich sehe jetzt mein iPad, ich glaube, ich nehme mal alles richtig. Das hast du nämlich jetzt ausgeschmissen, wie die Silvana auf sozusagen auf Recording gedrückt hat. Hat es mir aus irgendeinem Grund sozusagen die Verbindung einmal gekappt. Jetzt hoffe ich, dass das jetzt nicht die automatische Aufnahmesperre drinnen ist. Wir sehen einen wunderschönen bunten Bildschirm. Jetzt sehen wir Ist den das iPad. wieder da? Passt, dann war das. So, jetzt war's. Sehe ich das richtig? Na, ich mache es anders. Moment, Entschuldigung, das war mir jetzt nicht bewusst, dass er bei der, sobald ein Recording ist, dass er da sozusagen einen automatischen Schutzmechanismus drinnen hat. Dann probieren wir es schnell anders. So, und. So, so geht's jetzt. Seht ihr mich noch? Nein, wir sehen nur einen schwarzen Bildschirm. Ah, Jetzt wieder so. den bunten. Entschuldigung, das hast du mir jetzt ganz durcheinander. Ich mache es jetzt einfach ganz normal. Bildschirm. Ich habe keine Berechtigung mehr für die Bildschirmfreigabe. Kriegst du sofort? Warte. So. Probieren wir es auf ein neues. So, passt. Und jetzt machen wir es einfach hoffentlich so. Muss nämlich gestehen, so und jetzt sollte jetzt was Ja, sehen, oder? wir sind denn. Passt, super. Habe das nämlich selber noch nie gemacht mit Aufnahme, daher habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass dann eine automatische Sperre drin ist. Egal, grundsätzlich, genau. Wir zeigen euch heute einfach ein bisschen, wie man relativ einfach mit einem iPad einfach Animationen, Tutorials, Intros relativ schnell selber, aber auch für den Unterricht mit den Kindern verwenden kann. Und die erste App, sozusagen, die ich Ihnen zeigen würde, ist Keynote. Keynote ist grundsätzlich eigentlich jetzt nichts anderes wie die PowerPoint von Apple. Ja, jetzt werden Sie sich wundern, warum zeige ich Ihnen jetzt das Keynote, ein PowerPoint, weil ich davon rede, dass wir machen jetzt irgendwelche Filme, Animationen und so weiter, weil Apple das relativ cool gemacht hat, dass die sozusagen anhand von den Folien, dass man relativ leicht Videos, Tutorials und Animationen machen und starten kann.
Ja, ich selber würdest du mal sagen, wir fangen damit an. Ich zeige Ihnen einfach einmal kurz, was zum Beispiel relativ lustig, was man machen kann. Ich zeige Ihnen also ein kurzes Beispielvideo. Dass Sie sozusagen selber einfach sowas machen, wie Sie kennen es wahrscheinlich von so Videos immer wieder, wo man das so sieht, dass das was hineingezeichnet wird. Und das, was Sie jetzt da sehen, das Auto, das ist, kann man nämlich relativ einfach selber mit Keynote sozusagen so animieren, dass es dann so ein Clip wird. So, wie kommen wir da dazu? Sie sozusagen öffnen jetzt so wie ich einfach einmal ganz normal in Keynote eine Präsentation. Dann wählen Sie sich sozusagen, wenn Sie da aufmachen, links unten können Sie auf das Plus drauf gehen und runterscrollen und dann drücken Sie auf Leer, dass Sie mal einfach eine leere Folie bekommen. Dann wäre es an der sozusagen an der Frage, was Sie jetzt machen, was Sie jetzt zeichnen. Und ich würde sagen, wir machen einfach wieder sozusagen das Auto. Und dafür zeige ich Ihnen einen kleinen Trick, so wie es ich gerne mache. Nämlich, ich sozusagen mache mal einen Splitscreen, der funktioniert so. Einfach einmal hinauf, das markieren, was Sie wollen, daneben hinziehen und Sie haben beides offen. Und für die meisten wahrscheinlich jetzt nichts Neues, einfach Pixabay. Da suche ich mir das heraus, was ich will. In meinem Fall ein Auto und da mache ich gleich Vektorgrafiken, damit ich gleich nur so eine Art animiertes Auto habe. Dann schauen wir schnell. Da ist er ja schon, der Flitzer. Und jetzt ist es relativ einfach am iPad. Sie brauchen nur mit dem Finger draufgehen, wählen Sie, sehen Sie, haben es markiert, hinüberziehen, drauf und Sie haben das Auto schon hineingefügt. Und jetzt sehen Sie in der Mitte so einen weißen Strich, grauen Strich. Da brauchen Sie nur wieder hinüberziehen und Sie haben den Splitscreen sozusagen wieder beendet, sind schon wieder bei Ihrer Keynote-Folie. So, da machen wir das einmal schnell groß, dass Sie sehen, wo ich... Ah, ich glaube, wenn ich es richtig sehe, hat es mir leider gerade mein MacBook wieder ausgeschaltet. Das ja. iPad verbindet sich gerade wieder neu. Das, was ich Ihnen jetzt zeige, ist einfach, dass Sie sagen, jetzt das Nächste, das einfach einmal größer machen, damit Sie das jetzt sozusagen schön fokussiert anschauen können. Und dann werden wir einfach sozusagen das Bild einfach ein bisschen heller machen, damit Sie dann das leichter nachzeichnen können. Das funktioniert folgendermaßen, indem wir jetzt da eben das einfach mal größer ziehen und dann sehen Sie oben, da ist so ein Pinsel, so ein Symbol und dann sehen Sie da ganz unten Deckkraft 100% und mit dem gehen wir jetzt einfach einmal ein bisschen hinunter, weil dann werden Sie sehen, Sie werden sich dann mit dem Nachzeichnen leichter tun. Das habe ich jetzt da so gemacht und Sie sehen, wir sehen jetzt nur noch ganz, ganz leicht das Auto. Und dann ist jetzt notwendig, Sie gehen oben auf das Plus und drücken auf Zeichnen. Dann sehen Sie da unten sozusagen die ganzen Stifte, die Sie zur Auswahl haben. Sie haben einen normalen sozusagen Farbstift, wie eine Kreide. Sie können da die ganzen Farben wählen, die Sie wollen. Und dann brauchen Sie nur noch mit dem Finger hin und Sie fangen schon an, dass Sie das einfach nachziehen. Das, was Sie aber bedenken müssen, ist, genau in der Reihenfolge, wie Sie das jetzt dort nachziehen, genau in derselben Reihenfolge wird das nachher auch animiert. So, das mache ich da jetzt einmal ganz grob, ganz schnell. Wir können da jetzt nur so die zwei Kreise machen. Sie können dann natürlich dann jetzt auch das Werkzeug verändern. Jetzt nehme ich auch gelb. Kann es da sozusagen füllen, meine zwei Scheinwerfer, kann wieder umgehen, kann man wieder da mein Auto. Sie sehen, es geht relativ schnell. Natürlich kann man es, wenn man ein bisschen auch das Können hat, natürlich ein bisschen schöner zeichnen, wie ich das jetzt da mache. So, jetzt haben wir das sozusagen mehr oder weniger mal grob animiert. Dann
gehen Sie oben wieder mal aufs Plus hinauf, drücken wieder weg und Sie sehen jetzt, Sie haben sozusagen einmal alles in einem Feld markiert. Dann schieben Sie das einfach einmal zur Seite, damit Sie hinten wieder einfach nur aufs Auto draufklicken müssen. Und dann erscheint sofort oben diese Ansicht mit Ausschneiden, Kopieren, Löschen und so weiter. Und da wählen Sie dann einfach Löschen aus, damit der Hintergrund wieder weiß ist. Sie drücken nur einfach wieder aufs Auto hinauf und schieben es einfach in die Mitte, damit es wieder ein bisschen schöner dort ist. So, jetzt drücken Sie noch einmal hinauf. Wenn es sozusagen gerade irgendwie nicht ordentlich funktioniert, es hilft da auch einfach länger oben bleiben beim iPad. Zum Beispiel selbst wenn es markiert ist, dann erscheint auch auf alle Fälle diese Leiste da oben. Und dann müssen Sie dann eben Objekte auswählen, ist ein Pfeil, da drücken Sie drauf, bis Sie hinüber gelangen zu animieren. Und das wählen wir jetzt einmal aus. Animieren. Und Sie sehen dann, Sie bekommen dann unten da drei so Fenster mit Aufbau hinzufügen, Aktion hinzufügen, Abbau hinzufügen. Und da wählen wir jetzt einmal Aufbau hinzufügen. Und dann sehen Sie unten gleich die ganzen Möglichkeiten, die wir haben. Und in unserem Falle wollen wir ja so eine Art Zeichenanimation erstellen. Und dafür brauchen wir Linie zeichnen. Das wählen wir aus. Sie sehen schon, er zeigt es uns einmal schon richtig vor. Das passt. Wir drücken rechts oben auf Fertig. Und jetzt hat er mir das hinterlegt. Sie haben aber gesehen, das hat er relativ flott und zügig gemacht. Mir persönlich jetzt ein bisschen zu schnell. Das möchte ich jetzt aber ändern. Funktioniert folgendermaßen. Sie drücken wieder drauf, gehen wieder auf Animieren. Die Ansicht kennen Sie schon von vor. Und anstatt, dass Sie jetzt rechts oben auf Fertig klicken, können Sie einerseits da oben diese drei Striche mal auswählen. Da drücken Sie einmal drauf. Dann sehen Sie nämlich alle Animationen, die bereits jetzt auf dieser Folie vorhanden sind. Und da ist er jetzt einmal nur eben unsere Linien zeichnen. Damit wir das jetzt da wirklich genauer ändern, drückt mal links unten, wo man das Linienzeichnen Aufbaufeld ist, noch einmal drauf. Und dann erscheint sofort diese Ansicht, wo Sie sofort sehen, da können wir die Dauer ändern, wie lang braucht denn in Summe für das Ganze, dass er das einmal durchzeichnet. Sie können da die Art auswählen, ob er sozusagen das so durchzieht mit Beschleunigen oder da haben Sie die verschiedensten Möglichkeiten beim Start und Schluss. Und Sie haben auch die Start mit per Tippen oder dass das mit automatisch nach dem nächsten Übergang oder so weiter passiert. Ich lasse das jetzt die 10 Sekunden einmal. Sie können auch da, wenn Sie auf diese blaue Play-Taste drücken, dann wird Ihnen das sozusagen einfach einmal vorgespielt, wie lang das circa ist, aber wir wissen jetzt 10 Sekunden, das passt mir eigentlich. Ich drücke wieder links unten auf das kleine Zeichnen Aufbaufeld, wähle rechts oben auf Fertig und das wäre jetzt eigentlich fertig animiert. Wir können es ausprobieren, indem wir oben neben unserem Pinsel, da ist auch so eine Play-Taste, die können wir jetzt damit draufdrücken. Und wir haben schon erfolgreich unsere Animation erstellt. So, jetzt ist natürlich nur das Problem, wir haben die Animation nur in der Keynote-App vorhanden. Und jetzt ist natürlich das Problem, sozusagen die Frage, wie bekommen Sie jetzt sozusagen wir sehen jetzt wieder deinen Desktop. Danke, ich habe es mitgekriegt, der hat es wieder, es dürfte mir gefallen, das hin und her schalten. Wie bekomme ich jetzt sozusagen diese Animation auch als Video, als MP4-Datei hinaus, damit ich das sozusagen auch das jetzt halt auf einen Windows-Computer herzeigen kann, damit ich das jetzt irgendwie weiter bearbeiten kann, wie auch immer, was ich auch damit machen will. Und
Das schafft man, indem man rechts oben, da ist ein Kreis mit 3 Punkten. Und ich nehme jetzt einfach nur die nächste Folie, ist dasselbe wie vorher, nur da habe ich sozusagen das Auto fertig gezeichnet. Rechts oben auf die 3 Punkte. Dann der zweite Punkt gleich, müssen Sie auswählen, exportieren. Und dann Film. So, dann erscheint diese Ansicht. Und jetzt gibt's, müssen Sie kurz aufpassen, jetzt gibt es eine so eine kleine Hürde, wo Sie reinfallen können. Wenn Sie sofort auf Exportieren drücken, dann verwandelt es die ganze Animation, die ganze Präsentation, die ganze Keynote-Präsentation in einen Film. In unserem Fall wollen wir das ja aber nicht, sondern wenn Sie da jetzt links schauen, wir wollen ja nur die Folie 6 als Video. Und daher müssen wir beim Folienbereich, wo jetzt alles steht, einmal hinaufgehen und dann nicht Folie 1 bis 14, sondern Folie 6 bis Folie 6. Und das ist wieder ein bisschen halt Apple-mäßig. Es gibt jetzt hier keine OK-Taste, irgendwas zu sagen zum Einrasten, sondern wenn Sie das ausgewählt haben, links oben wieder Filmoptionen zurück und einfach exportieren auswählen. So, Film ist erstellt worden, passt. Und wir gehen jetzt da einfach einmal Video sichern. Und jetzt können wir gerne schauen, ob das auch wirklich funktioniert hat. Ich suche mal da, wo haben wir es denn? Fotos. Und in Fotos würden Sie jetzt, wenn es mir nicht wieder jetzt ausgeschmissen hat, würden Sie jetzt einfach hier das Video finden und würde dann genauso ausschauen, wie ich es Ihnen am Anfang gezeigt hätte. Daher ist einfach auch immer wichtig, wenn Sie das dann abspeichern und Sie das wieder finden wollen, wählen Sie dann am besten einfach wirklich Video sichern aus, weil so gelangt es dann automatisch in diesen Fotos hinein und nicht irgendwo anders und Sie müssen es dann ewig suchen auf Ihrem iPad. Ja, als nächstes würde ich Ihnen dann zeigen, wie man denn wirklich so eine Art Tutorial auch mit Keynote erstellen kann. Wenn er mich mal dann wieder verbinden lassen würde, weil, wie Sie vorher gesehen haben, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie jetzt nicht nur eine Folie animieren, sondern auch mehrere Folien, beziehungsweise auf der Folie selber können Sie ja auch mehrere Dinge animieren. So, jetzt lasst er mich gleich gar nicht mehr. Jetzt probiere ich es schnell anders. Moment. Jetzt versuche ich schnell direkt mit dem iPad einzusteigen aus Zoom. So, wir sind, Silvana, jetzt muss man schon auf dem Raum 3 sind wir, oder? Ja. Danke. So, verstanden. Dann stoppen wir da. Und wie heißt denn? Auch gleich. Ich bin da unten jetzt mit dem Bild noch erinnern. Jetzt sollte ich eigentlich nämlich einfach hoffentlich. Ah, Dominik, ja, habe ich die gerade gefunden. So. Du hast jetzt Inhalt teilen und jetzt kann ich Bildschirm und dann Übertragung starten. So. Dann machen wir es so, wenn er ein anderes will.
Genau. Wir waren bei unserem sozusagen jetzt das Tutorial erstellen und ich zeige Ihnen jetzt einfach einmal kurz, was ich mit den Kindern gemacht habe. Nämlich, unser Thema war der Wasserkreislauf und dann war es sozusagen am Ende dann die Aufgabe, dass die Kinder sich sozusagen selber nochmal als wie so eine Art kleine Reflexion sozusagen den Wasserkreislauf selber jetzt einmal animieren und sozusagen nachstellen, wie das im Groben sozusagen einmal funktioniert. Und ja, das war zum Beispiel eines der Ergebnisse. Genau, so, wie kommen wir jetzt zu dem? Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten wieder. Einerseits Sie sozusagen suchen Sie wieder irgendwo eine Vorlage bei Pixabay, irgendwo sowas heraus, kopieren dann wieder Bild hinein und nehmen sich das als Vorlage. Oder zum Beispiel zeichnen alles selber, wenn Sie sozusagen so geschickt sind, dass Sie das zusammenbringen. Sie haben gesehen, in dieser Vorlage, so wie wir es da gemacht haben mit den Kindern gemeinsam, war es eine Mischung zwischen Bilder und halt was Geschriebenes. Dasselbe würde man jetzt da jetzt einmal kurz zeigen, wie das gemacht worden ist. Als erstes würde ich sagen, wir wollen wieder irgendwas Handgeschriebenes, wir brauchen mal irgendeine Überschrift. Dann gehen Sie oben wieder auf das Plus, gehen Sie auf Zeichnen, dann kennen Sie ja von vorher. Jetzt nehmen wir mal Rot, das sehen wir ein bisschen. Und ja, dann schreibe eben da wieder hin, einfach der Wasserkreislauf ist jetzt natürlich keine Lehrerschrift, aber ich hoffe, das verzeihen Sie mir jetzt. Und am besten ist, Sie drücken dann wieder einfach auf das Plus, damit Sie nicht irgendwo unabsichtlich nur einen Punkt oder irgendwas hineinmachen. Wenn Sie ein Apple Pencil sozusagen haben, irgendeinen Apple Stift, dann ersparen Sie sich immer dieses mit aufs Plus drücken, zeichnen und wieder weg, sondern dann erkennt das iPad sofort, dass Sie jetzt einerseits was schreiben wollen oder dass Sie jetzt damit arbeiten wollen. Wenn Sie das jetzt alles nur mit dem Finger machen, dann müssen Sie das halt einfach immer wieder diesen Schritt dazwischen einbauen. So, jetzt haben wir eben unsere Überschrift. Jetzt wollen wir auch irgendwie Bilder, irgendwas zum Leben erwecken. Dafür holen wir sie wieder unseren Safari daher, damit wir Pixabay daneben haben. Da haben wir unsere Education offen. Und dann holen wir sie gleich einmal eine Sonne. Und jetzt zeige ich Ihnen noch kurz noch einfach ein anderes nettes Tool, was Apple drin hat. Hat zwar jetzt nichts mit sozusagen eigentlich dem Video richtig zu tun, was ich trotzdem gern verwende, ist, Sie sehen da links unten die Tastatur und Sie sehen da rechts unten auch ein Mikrofon. Und wenn Sie das dann sozusagen aktiviert haben, dann brauchen Sie nur draufdrücken und ich muss gestehen, ich kenne fast wirklich nirgendwo so eine gute Diktierfunktion wie auf dem iPad. Das funktioniert wirklich tadellos. Das muss man wirklich sagen. In meinem Fall ist nur deshalb jetzt grau, weil ich habe nur eine kleine Tastatur, eine Bluetooth-Tastatur angeschaltet und dann habe ich das automatisch aktiviert, dass man es nicht sieht. Aber sonst auch mit, gerade das ist nämlich super mit Kindergrundstufe 1, so wie es bei unserem Fall ist, weil der weiß halt meistens noch nicht, wie schreibe ich denn jetzt Sonne richtig oder Auto, weil das passiert ja halt immer wieder der Fehler. Und so braucht das nur sozusagen sagen, Auto geht wieder runter, schreibt es hin, braucht dann nur noch auf Suchen gehen und hat sozusagen Picobello sein Auto oder seine Sonne. Und jetzt habe ich natürlich, weil ich so viel gequatscht habe, Bilder und nicht Vektorgrafiken genommen. Und dann nehmen wir gleich einmal die Sonne, die ziehe ich da jetzt einfach hinein und dann braucht man noch als zweites, würde ich sagen, noch, dann nehmen wir noch ein See, vielleicht findet man auch noch schnell was. Und brauchen wir wieder Vektorgrafiken. Und jetzt nehme ich einfach gleich das erste Bild da herein. So.
Passt, ich habe mir alle Bilder, die ich brauche, schiebe wieder hinüber und dann haben wir schon wieder nur unsere Ansicht. Als nächstes sortieren Sie einfach einmal sozusagen die Bilder in der Reihenfolge, so wie Sie sie haben wollen. Dort, wo es hingehört, jetzt sage ich mal, das ist so, das mag ich dahin. Und dann sage ich noch, okay, jetzt möchte ich irgendwie, so wie man es vorher gesehen hat, nur sozusagen irgendwie hineinzeichnen, dass der Wasserdampf da jetzt aufsteigt. Dann gehe ich wieder aufs Plus, tue wieder zeichnen, das mag ich schwarz. Dann machen wir da so mal so. Zwei Pfeile hinauf und dann drücke ich wieder auf Plus, weil da, sobald sie da wieder auf Plus unterbricht er die Zeichnung und weiß, okay, das ist jetzt ein markiertes Symbol, sozusagen, das ist eine Animation. Wenn ich jetzt nicht auf Plus, sozusagen, das jetzt nicht abbricht, sondern weiter schreibt, weiter zeichnet, dann ist es für ihn einfach ein Gesamtpaket und ich kann es dann nicht unterschiedlich animieren. Was dann jetzt nachher dann nur wichtig wird, wenn Sie sagen, okay, Sie wollen das Step by Step, dass das hereinkommt, weil er diese gewisse Reihenfolge hat. Dann machen wir jetzt noch schnell einfach da noch so eine Wolke her und unsere Wolke, die wird dann noch grau. So, das lassen wir jetzt einmal fürs Erste. Und jetzt wollen wir das ja noch irgendwie animiert bekommen, so wie das vorher war. Und das schafft man folgendermaßen, eigentlich relativ ähnlich zu dem wie vor. Wir fangen jetzt mit der Überschrift an, drücken einmal drauf. Jetzt habe ich natürlich wieder einen Fehler gemacht, ich habe das selber noch nicht aufs Plus gemacht. Wir drücken wieder drauf, schauen wieder rechts auf Animieren und sind wieder in der Ansicht, die wir bereits vorher kennen. So, jetzt nehmen wir mal wieder links unten, Aufbau hinzufügen und Sie sehen, was ich da ein bisschen hinüber switchen. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme da jetzt halt einfach einmal zum Beispiel Erscheinen. Sie sehen das gleich aus vor. Okay, ist jetzt nicht so spektakulär, aber das nehme ich jetzt trotzdem. Dann möchte als nächstes eigentlich, dass der See da erscheint. Dann wähle ich unseren See aus, Aufbau hinzufügen und da machen wir jetzt hineinbewegen. Passt, super, genau. Dann sollte als nächstes die Sonne erscheinen. Da machen wir einfach eine Irisblende noch. Genau, das ist super. Und dann wollen wir eigentlich, dass unsere Pfeile da machen wir wieder erscheinen und dann wählen wir die Wolke aus. Ach, die habe ich vorher gemeinsam gezeichnet. Jetzt sehen Sie, da ist mir selber ein Fehler passiert. Ich war vorher, glaube ich, einen Wasserkreis noch markiert gehabt, wie die Wolke gezeichnet habe und dann passiert genau das oder so. Er glaubt, dass ich da weiter zeichnen will und tut das automatisch als ein Segment. Und das kann ich jetzt sozusagen jetzt insofern nicht ändern, außer wir markieren es. Ich gehe aufs Plus, mache Zeichnen, wähle mal meinen Radiergummi aus. Da habe ich. Da gehe ich das da mal schnell weg. So, da. Problem gelöst. Wir wollen jetzt nichts markiert haben. Drücken auf Zeichnen und zeichnen da nochmal schnell unsere Wolke her. Perfekt. Machen Sie wieder grau und drücken wieder auf unser Plus. So, da. Jetzt hätte man sozusagen das Problem gelöst. Jetzt in der Schnellfassung, jetzt könnten Sie so weitermachen. Und jetzt aber für Sie nur interessant ist wieder, wenn wir jetzt nochmal wieder auf ein Bild draufgehen und einfach nochmal animieren, können Sie rechts oben jetzt nochmal mit die Striche und die Punkte auswählen
Und da sehen Sie jetzt genau nämlich die Reihenfolge, wie das animiert ist, wie das erscheinen würde. Und es würde mit der Zeichnung anfangen, dann kommt das Boot, die Sonne und unsere Zeichnung. Beziehungsweise bei der Zeichnung haben wir jetzt auch Erscheinen oder auch bei der ersten. Und da könnte man, wenn man sagt, na, das war jetzt nicht so gut, die Animation. Eigentlich möchte ich das wieder, dass das selber händisch hereinkommt. Dann brauche ich eigentlich nur wieder auswählen, sage ihm, na, mag ich nicht. Löschen, ist weg. Aufbau hinzufügen, Linien zeichnen und ich habe schon die Animation geändert, kann oben hinaufgehen und war jetzt zu flott, weil ich noch nicht zugemacht habe. Und da sehe ich schon wieder und habe wieder sofort alle vier Animationen hintereinander. Und jetzt haben Sie noch die Möglichkeit, wenn Sie zum Beispiel bei der ersten anfangen und Sie wollen, dass es eigentlich automatisch durchläuft, dann können Sie da unten mit entweder ausfüllen, wo der Animation starten ist, per Tippen oder nach Übergang. Wenn Sie nämlich auswählen nach Übergang, kommt automatisch dann sozusagen normalerweise die nächste. Das heißt, in unserem Fall, weil das jetzt die Nummer 1 ist, wäre sobald, wenn Sie mit der anderen Folie weiterschalten, wird das sofort starten. Da machen wir es mal per Tippen, weil ich will eigentlich, dass das Video erst beginnt, wenn ich drauf drücke. Beim Boot. Das soll automatisch hereinkommen nach der ersten Animation. Die Sonne soll, die mag eigentlich, dass die mit der zweiten Animation gleichzeitig hereinkommt. Dann sehen Sie, das kommt so wie sofort so zusammengebunden. Und die Zeichnung, die möchte, dass die nach der dritten Animation hereinkommt. Da unten haben Sie dann nur Verzögerung. Das ist dann eigentlich nichts anderes, wie einfach, dass Sie sagen, okay, so lange macht er dann trotzdem nur 2-3 Sekunden Pause, wenn ich das will oder nicht. Dann haben Sie da sozusagen jetzt die Reihenfolge. Dasselbe habe ich, jetzt tue ich schon eine Folie wechseln, da habe ich es dann nicht schon vorbereitet. Das Ganze, da sehen Sie das dann auch ein bisschen mit mehr animieren. Und dann wählen wir das aus. Und Sie sehen, da habe ich auch nichts anders gemacht, wie einfach alle untereinander hingegeben, habe mir das ausgewählt, die Reihenfolge. Und das war sozusagen schon eigentlich die ganze Hexerei. Druck wieder auf Fertig. Genau dasselbe wieder auf den Kreis mit die drei Punkte. Wieder exportieren. Film. Und dann müsst ihr wieder bei Folienbereich in meinem Fall wieder einfach 10 von 10 auswählen. Sie haben natürlich aber auch die Möglichkeit, wenn Sie sagen, naja, ich habe jetzt irgendwas mit den Kindern gemacht oder eigentlich hat jetzt dort ein Kind hat diese Folie gemacht, das andere Kind hat diese Folie gemacht, dann könnten Sie, dann brauchen Sie nur eigentlich die Folien dann alle zusammen kopieren in ein, so wie es da ist, in einer Präsentation hintereinander einfach zusammenfügen. Machen dasselbe wieder oben auf Plus, exportieren, Film und dann wählen Sie einfach Folienbereich ganz normal alle aus. Und was dann natürlich wichtig ist, was Sie beachten müssen, ist zur nächsten Folie nach, dass Sie dort eine gewisse Zeit haben, wo er dann einfach automatisch zur nächsten Folie überspringt. 5 Sekunden passen also relativ gut, wenn es ist dann so ein leichter Übergang, wo dann sozusagen dann der nächste Clip vom nächsten Kind anfängt, aber Sie haben dann trotzdem eine schöne große Datei einfach hintereinander. Funktioniert auch zum Beispiel, wir haben das schon gemacht mit, dass man wie so eine Art kleinen Clip macht und sagt, okay, die Kinder machen sozusagen die Art Einleitung, die Kinder machen dann den Hauptteil und die den Schluss und dann fügt man es wie so ein Art Film einfach zusammen. Ja, das sind einmal jetzt also sozusagen die kleinen sozusagen Videoclips, die man einfach mit Keynote machen kann, die sehr eigentlich unproblematisch sind und irgendwie einfach ein wenig was Neues ist und was das ein wenig aufhält. Was aber jetzt noch geht, das hätte ich jetzt fast ganz vergessen vor lauter Quatschen, Sie haben die Möglichkeit jetzt auch noch, dass Sie sagen, okay, ich quatsche immer so viel im Unterricht, es reicht, wenn ich das einmal dazu quatsche und erzähle. Und das geht auch relativ leicht bei Keynote. Sie brauchen auch da wieder nur oben auf Plus gehen und dann schlagt das eh schon so nett vor, Audio aufnehmen. Dann brauchen Sie nur eigentlich auf Audio aufnehmen klicken und
Aufnahme und dann läuft es normalerweise schon los. Und Sie würden dann jetzt, ich glaube, jetzt morgen es einfach nicht, weil ich jetzt halt keine Bildschirmfreigabe habe. Das läuft dann da normalerweise unten los. Sie sehen das dann sozusagen, da kommt der Pegel heraus, drücken dann auf Einfügen und die Audioaufnahme wird da dann einfach erscheinen. Und wenn Sie das dann exportieren, wird dann automatisch einfach Ihre Sprache mitgesprochen und ist dann wirklich wie ein Picobello fertiges Tutorial, was Sie jederzeit Ihren Kindern einfach geben können. Beziehungsweise was die Kinder halt dann auch selber eigentlich machen können. Ja, und die letzte App, sozusagen, die jetzt nur den zeige, nochmal ganz was anderes, ist die iMovie-App. Die wird wahrscheinlich der eine oder andere Apple-User kennen und sie lieben gelernt haben, weil sie einfach aus einer Funktion, warum ich sie sofort relativ schnell lieben gelernt habe, war einfach diese Trailer-Funktion. Sie schaffen es nämlich selber, beziehungsweise auch mit den Kindern, dass sie wirklich sehr flott und sehr schnell ein wirklich professionelles Video zusammenbringen, was man jetzt nicht glaubt, dass die Kinder gemacht haben. Ich zeige Ihnen einmal ein kurzes Beispiel von unseren Kindern, was sozusagen, da war die Aufgabe, das war jetzt sozusagen erste Klasse, neue Mittelschule und sie sollen, weil eben aufgrund von Corona, jetzt haben wir keine Schüler zu uns hereinholen können, war sozusagen die Aufgabe, sie haben jetzt selber jetzt eine kleine sozusagen Videopräsentation von unserer Schule gemacht, die wir einfach den Eltern präsentieren können. Und da ist dann ein Video entstanden. So läuft es dann circa eineinhalb Minuten und schaut jetzt eigentlich noch relativ viel aus. Wenn man sich das dann genauer betrachtet, ist jetzt nicht so viel dahinter. Dafür gehe ich jetzt einmal hinaus, suche mal, da war's ja, meine iMovie-App und wähle jetzt da dann, da sehen Sie einfach mal grundsätzlich alle Projekte, die Sie bis jetzt gemacht haben. Wähle auf Plus und dann fragt er mich nämlich sofort, mag ich einen Film machen oder einen Trailer? In unserem Fall wollen wir einen Trailer machen, den wähle ich jetzt einmal aus. Und Sie sehen, das, was Sie vorher gerade gesehen haben, war die Vorlage Tini. Sie können auch da immer, da haben Sie dieses wieder die Play-Taste, Sie können sich alle diese Vorlagen, die es da mal gibt, einmal in Ruhe durchschauen. Ich weiß aber, Tini, das gefällt mir. Rechts oben auf Erstellen. Und dann sehen Sie sofort jetzt dort links, einmal links oben, würden Sie sehen, was sozusagen gerade läuft, was sozusagen was dann der Film wäre. Und rechts sehen Sie dann immer sozusagen das Storyboard. Und ich würde mal empfehlen, Sie kurz da so einen Überblick erlangen. Okay, Sie sehen da ganz oben, das wäre jetzt einmal die Überschrift, der Titel, der Film, wer auch immer das war. In unserem Fall könnte man es weiter schreiben, sozusagen E-Education, Fachtagung, passt. Dann lassen wir es einfach endlich fähren, dann könnten Sie das nächste hin, Sie mal überlegen, wie ist es ein circa der Aufbau, welche Überschrift möchte ich dann haben. Und dann sehen Sie, er hat schon ganz genau vorgefertigt, wie lang welcher Videoclip dauert. Und da müssen Sie eigentlich nur noch sich einfach die Videoclips reinholen. Und das funktioniert folgendermaßen. So, jetzt habe ich es.
hat bei mir kurz gebraucht, dass es er reingeladen hat. Er kommt normalerweise links unten automatisch zu Ihrer Mediathek. Sollte das nicht machen, kleiner Tipp, so wie Sie jetzt gemacht haben, Sie braucht nur einmal oben auf Übersicht, dann wieder oben auf Storyboard zurückspringen und er ladet es dann nur mal neu herein. So, ich nehme da jetzt einfach einmal gleich, was nehmen wir mal, ist dazu zuletzt hinzugefügt. Und gleich noch vorweg, der große Vorteil ist, Sie können da Fotos, Videos, alles völlig durcheinander einfach nehmen. Und ich sage jetzt, ich mag da am Anfang in die 3,5 Sekunden, weiß ich mal, das ist da ein netter, ich mag da, dass man weiß, das ist von iMovie, das wähle ich aus. Und er setzt sofort die richtige Dauer hin, die er haben möchte. Dann nehmen wir einmal da unsere, die Kinder, die nimmt er da hin, dann machen wir das noch. Und Sie sehen, eigentlich ist es nichts anderes, wie einfach antatschen, was ich hinein will. Jetzt kann es natürlich sein, der Clip ist jetzt länger wie 2,1 Sekunden und das, was er dort genommen hat, das passt mir nicht. Dann brauchen Sie nur direkt da rechts, Sie sehen, Sie einfach auf diesen Clip gehen, den Sie haben möchten und dann können Sie den einfach schon mal ein bisschen bearbeiten, beziehungsweise, jetzt gehen wir oben noch schnell zurück, Entschuldigung, das habe ich oben Fehler von mir, jetzt habe ich gleich alles herausgegeben. Passiert. Jetzt nehmen wir mal den Clip da dann noch einmal. Plus. Wir bauen so einen Rapport. Sie können das eben, da waren wir, genau. Wenn es ein Videoclip nämlich ist, schlagt er das automatisch so vor. Beim Foto natürlich nicht, weil da können Sie nichts auswählen. Das haben wir jetzt vorher gerade gehabt. Beim Video, da sehen Sie, da brauchen Sie das nur nach links oder nach rechts schieben und sagen, das ist besser, das möchte ich haben, das nehme ich. Rechts unten auf Fertig, fügt er hinzu und Sie haben schon, und Sie sehen, was jetzt am Anfang geht, links oder auf die Play-Taste, können Sie einmal schauen, was Sie schon haben. Und Sie sehen eigentlich, wir haben jetzt mit relativ wenig Arbeit. Schon eigentlich einen relativ großen Teil vom Clip erledigt. Und mit den Kindern ist das nichts anderes, einfach sie brauchen eigentlich nur mal oder für sich selber irgendwo eine gewisse Anzahl an Fotos, Videos, die sie sagen, okay, die möchte ich verwenden, in ihr Fotomediathek hinaufgeben aufs iPad und sie können schon losstarten und einen Fehler nach dem anderen machen. Ja, nur einfach kurz, damit man weiß, dass iMovie mehr wie Fehler machen kann. Sie können auf Plus geben, Film und können da auch wirklich sozusagen ein bisschen sagen, Videos, Filme schneiden. Jetzt nehme ich einfach einmal eine Animation, die ich schon mal animiert habe, indem ich auf Film erstelle nehme, dann importiert er mir das automatisch. Sie können auch ein Videoprojekt ohne das einfach, dass Sie ein Video auswählen, dann brauchen Sie nur unten auf Film erstellen, dann haben Sie ein leeres Dokument sozusagen. Und Sie sehen, in unserem Fall hätten wir da schon sozusagen das Video, was wir vorher exportiert haben und das könnten Sie jetzt da noch ein bisschen genauer schneiden, könnten da jetzt auch nochmal einfach Videos oder Fotos noch hinzufügen oder Sie haben da links auch nochmal die Aufnahme, Sie könnten auch hier nochmal einen Ton dazugeben. Nur einfach einmal kurz, damit Sie sehen, okay, Sie könnten auch da, wenn Sie irgendwas nur ganz kurz schnell mit dem iPad relativ einfach mit den Kindern schnell mal nur ein Video hinschneiden. So. Dann wäre es das jetzt sozusagen eigentlich von unserer Seite. Dominik, stoppst du noch schnell deine Bildschirmfreigabe, dann zeige ich nochmal das Padlet her, wo man es andere Seiten hat, lizenzfreien Filmen. Ja, genau. Na. Moment. Jetzt funktioniert es. Wir haben ein Padlet erstellt, wo wir für uns hilfreiche Links zusammengestellt haben, auch zum Thema lizenzfreie Bilder und lizenzfreie Musik. Wir haben da eben das Pixabay und andere Seiten und Pexels.
Ich kopiere sie Ihnen in den Chat hinein. Vielleicht ist es auch für den einen oder für die andere hilfreich, um sich eben Bilder und Musik herunterzuholen oder um Tipps zu bekommen für weitere Seiten, mit denen wir gerne an der Schule arbeiten. Ja, vielen Dank für euren Input und die kreativen Unterrichtsideen. Ich habe jetzt keine Frage im Chat entdecken können, außer eben, ob es Keynote auch für Android-Tablets also gibt. Nein, leider nicht. Das ist wirklich ein reines Apple-Produkt, was sie halt der Herr oder Frau Apple halt zahlen lässt. Oder sagen, wenn sie halt, wenn man halt sonst so sagen, sie wollen, dass du das Produkt von ihnen kaufst, weil die App selber, dieses ganze iMovie Keynote, ist wieder eigentlich eh alles gratis dabei. Egal, ob man jetzt ein MacBook hat, ein iMac, Apple, aber Hauptsache man braucht ein Apple-Gerät dafür. Ich meine, grundsätzlich, also das wurde dann auch im Chat geschrieben, man kann über iCloud.com sich natürlich registrieren und hat dann diese Software zur Verfügung. Man muss aber auch ehrlich zugeben, dass die Funktionalität dann eine andere ist, ja, als am iPad. Also für die Kinder ist es dann schon um einiges schwieriger, wenn man die iCloud-Version verwendet. Ja, ich beende mal die Aufzeichnung.